Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute mal ein etwas anderes Thema als sonst. Ich möchte euch heute mal ein paar Möglichkeiten zeigen, wie man im Jahr 2021 als Fotograf nebengewerblich eher ein bisschen Geld verdienen kann. Denn auch das ist natürlich weiterhin möglich. Es ist immer schwieriger geworden, als Fotograf Vollzeit richtig gutes Geld zu verdienen, aber trotzdem kann es ja durchaus möglich sein, dass du dein Hobby zum Beispiel ein bisschen finanzieren möchtest oder neben deinem Hauptberuf auch mit der Fotografie ein wenig Geld verdienen möchtest. Und wie das genau funktioniert, möchte ich mit dir in diesem Video mal genau besprechen, beziehungsweise möchte ich dir einfach mal ein paar Möglichkeiten zeigen, wie ich früher und auch heute teilweise noch mein Geld mit der Fotografie verdient habe. Viel Spaß! Möglichkeit Nummer 1, und ich denke, das ist die am weit verbreiteste Möglichkeit und wahrscheinlich auch die, die immer zuerst genannt wird, Stockfotografie. Du kannst deine Bilder auf spezielle Plattformen hochladen und dort werden sie dann verkauft. Ich persönlich sehe Stockfotografie immer so ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite Stock, Microstock-Fotografie und so weiter, das sind halt Bereiche, wo man relativ wenig Geld für einen Bildverkauf bekommt. Da geht es dann meistens um Centbeträge, manchmal kriegt man auch einen Euro dafür. Aber im Endeffekt funktioniert es so, dass du deine Bilder auf eine Plattform hochlädst. Dort musst du einen aussagekräftigen Titel vergeben, du müsstest Keywords eingeben und so weiter, damit die dann auch in der Suche gefunden werden. Und dann gibt es durchaus Menschen oder auch Firmen, gerade Firmen, die immer wieder nach bestimmten Motiven suchen, wie zum Beispiel ein Foto aus Berlin vom Fernsehturm oder auch ein Foto aus Island vom Skógafoss zum Beispiel. Und dann gehen die auf solche Websites und suchen einfach danach, zum Beispiel Fernsehturm. Und dann werden ihnen alle Bilder angezeigt, die dieses Keyword irgendwo mit dabei haben. Dann suchen sie sich davon eins aus und dann kaufen sie diese Bilder, damit sie dann zur Verwendung freigegeben werden. Das ist dann auch sehr unterschiedlich, je nachdem, für was sie verwendet werden sollen, kostet das unterschiedlich viel. Aber du bekommst dann auch für den Verkauf deines Bildes natürlich eine Provision. Wie der Name schon sagt, Stockfotografie, Microstockfotografie ist eher so, dass du da relativ wenig bekommst. Da geht es dann eher um die Masse. Das heißt, wenn du viele Bilder verkaufst, dann kann man damit auch wirklich gutes Geld verdienen. Ich kenne einige Leute, die damit wirklich hauptberuflich unterwegs sind. Das ist natürlich relativ schwierig und auch sehr zeitintensiv aufzubauen. Du brauchst natürlich erstmal eine große Menge an Fotos und die Zeit, die man da reinstecken muss, damit diese ganzen Bilder auch entsprechend verteckt werden und so weiter, die nimmt schon einiges in Anspruch. Aber wenn man es einmal hat, dann kann man damit richtig gutes Geld verdienen. Die andere Möglichkeit, und das ist Möglichkeit Nummer 2, sind Bildverkäufe zum Beispiel über Posterlounge. Das richtet sich dann eher an Privatkunden. Wenn du also möchtest, dass zum Beispiel deine Freunde oder Bekannte Bilder von dir aufhängen im Wohnzimmer, dann kannst du das natürlich alles selber machen. Deine Freunde könnten dir sagen, ey, ich möchte dieses Bild haben und kannst du mir das mal ausdrucken auf Alu-Dibond zum Beispiel in 60x40. Dann müsstest du dich aber komplett selber darum kümmern und müsstest auch Zeit investieren, weil du das selber bestellen müsstest dann wird das irgendwie geliefert, dann musst du das vielleicht noch zum Kunden bringen. Das ist ja nicht wirklich sehr effizient. Und deswegen gibt es auch dort Plattformen, wie zum Beispiel PosterXXL oder aber auch Posterlounge, wo du dich anmelden kannst. Auch dort kannst du deine Bilder wieder hochladen und diese dann auch entsprechend vertaggen, damit die dann in der Suche wieder gefunden werden. Und dann können deine Kunden, deine Freunde, wie auch immer, einfach auf diese Seite gehen, das Bild auswählen, sagen, auf welchem Material das gedruckt werden soll, in welcher Größe das gedruckt werden soll. Und du kriegst dann auch entsprechend wieder eine Provision. Diese Provision ist immer so ein bisschen unterschiedlich von Plattform zu Plattform. Da müsstest du einfach mal so ein bisschen durchgucken. Ich glaube, das geht von 15% bis hoch zu 50%, je nachdem, bei welcher Plattform du verkaufst. Die wollen aber natürlich auch selber daran verdienen. Das bedeutet, da kommt natürlich auch, wenn du dann 50% Provision haben möchtest, auch ein entsprechend hoher Preis dann am Ende raus für den Endkunden. Muss man sich halt immer so ein bisschen überlegen, dass man da die Waage findet. Aber auch darüber, wenn man relativ viele Bilder hat, kann man da sehr gutes Geld mit verdienen. Und
das würde ich dir auch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Geht übrigens genauso gut auch mit Kalendern. Da kannst du auf Calvendo zum Beispiel mal vorbeischauen. Dort kannst du dir Kalender erstellen lassen. Da müsstest du dir zum Beispiel nicht auch ein extra Lager dann irgendwie im Wohnzimmer erstellen und auf eigenes Risiko 200 Kalender drucken. Auch dort ist es eher so, dass diese Kalender dann produziert werden, wenn eine Bestellung reinkommt, beziehungsweise tragen die Plattformen das Risiko. Produzieren dann vielleicht ein paar vor und dann ist es aber deren Risiko, ob die dann verkauft werden oder nicht. Also da solltest du auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das ist eine richtig coole Variante, wie man auf jeden Fall mit seinen Bildern, die man sowieso gemacht hat, am Ende noch ein bisschen Geld verdienen kann. Möglichkeit Nummer 3. Und da kommen wir jetzt auch zum Sponsor des heutigen Videos. Aber keine Angst, es ist keine Werbung jetzt, wo ihr irgendeiner Art und Weise Geld investieren müsst, sondern es ist genau andersrum. Diesmal könnt ihr Geld verdienen. Und das macht dieses Sponsoring für mich zu was ganz Besonderem. Denn der Sponsor heißt Cruise Vision und Cruise Vision ist eine Firma, die auf Kreuzfahrtschiffen und auch in bestimmten Hotels und Clubs Fotografen anheuert. Und diese Fotografen können dann auf der Kreuzfahrt mit dabei sein und dort fotografieren. Da geht es dann darum, dass man die Gäste fotografiert, in unterschiedlichen Settings zum Beispiel. Das ist meistens so, dass du dich für 3 Monate zum Beispiel verpflichtest, dann auf die Kreuzfahrten mitzugehen, fotografierst dort dann die Events, du fotografierst in einem bestimmten Fotostudio zum Beispiel oder auch du gehst mit an Land und fotografierst dort die Ausflüge und vieles mehr. Das ist eine richtig coole Variante. Ich habe letztens mit der Firma gesprochen und habe mir das alles mal angehört, was die machen. Ich habe selber Bock, sowas mal zu machen. Vielleicht nicht für 3 Monate. So viel Zeit habe ich im Moment leider gar nicht. Aber ich werde auf jeden Fall demnächst auch mal mit auf so ein Kreuzfahrtschiff, wenn sie dann wieder fahren dürfen. Die Firma hat mir gesagt, sie hoffen und sie vermuten stark, dass es in ein paar Wochen wieder losgehen wird. Und dann suchen sie halt Fotografen. Und da werde ich auf jeden Fall auch mal mit auf so ein Schiff mit raufgehen, mir das Ganze mal persönlich genau anschauen. Aber das, was sie mir erzählt haben, finde ich eine richtig coole Variante. Und das Schöne ist, die suchen Fotografen. Die suchen vor allem auch keine fertig ausgebildeten Fotografen, sondern die suchen Leute, die jung sind, die Zeit für sowas noch haben, die tiefer in die Fotografie eintauchen wollen und die sich auch einfach ein Stück weit selbst verwirklichen wollen. Und die vor allem auch Bock haben zu reisen. Denn man kommt auf einer Kreuzfahrt natürlich richtig gut herum. Und man ist jetzt auch nicht 24/7 am Fotografieren, sondern man hat natürlich auch Möglichkeiten, dann sich selber da mal ein bisschen zu beschäftigen, selber Freizeit zu haben, auch mal an Land zu gehen, auch mal einen Nachmittag am Strand zu genießen. Und man ist auch nie alleine, sondern es sind immer mehrere Fotografen, die dort als Team zusammenarbeiten. Und ich glaube, das alles zusammen macht es richtig spannend. Das Tolle ist auch, man kann dort quasi Karriere machen. Das heißt, man kann als Fotograf, als normaler Fotograf anfangen. Man kann aber da auch zum Teamleiter hochsteigen. Dadurch, dass mehrere Fotografen da sind, gibt es dort auch Aufstiegsmöglichkeiten. Und dann ist natürlich auch der Verdienst nochmal umso besser. Die Informationen dazu packe ich dir mal unten in die Videobeschreibung rein. Das Tolle ist außerdem, die Hürde, dort angenommen zu werden, ist super klein, weil du nicht mal eine komplette Bewerbung schreiben musst, sondern klick einfach unten auf den Link, gib da deine Kontaktdaten ein und die Firma meldet sich dann bei dir und dann schaut ihr gemeinsam, ob das zusammenpasst oder nicht. Also du musst jetzt nicht direkt eine komplette Bewerbung schreiben, sondern trag einfach mal unten deine Kontaktdaten dort ein, die melden sich bei dir und dann kannst du dir da auch noch mal ganz genaue Informationen abholen, was dich dort erwartet. Aber das, was ich von denen gehört habe, hört sich halt richtig gut an. Und wenn man mal 3 Monate Zeit hat, gerade wenn man jetzt ein junger Mensch ist, vielleicht gerade Abi gemacht oder man ist gerade im Studium und hat aber trotzdem ein bisschen Zeit, wie auch immer, dann ist es eine echt coole Möglichkeit, wie man da ziemlich gutes Geld verdienen kann und dabei auch noch gut um die Welt kommt. Falls ihr Interesse daran habt, dass ich auch mal ein Video dazu mache, wenn ich dann selber auf so einem Kreuzfahrtschiff bin, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, mich interessiert das Thema selber sehr, weil ich selber super gerne reise. Und ich war ehrlich gesagt selber noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich habe immer nur Videos davon gesehen, beziehungsweise meine Familie war auch öfter mal auf einem Kreuzfahrtschiff und berichtet mir dann davon. Und ich glaube, das kann schon eine echt coole Erfahrung sein. Und gerade wenn man dann in einem Team zusammenarbeitet mit anderen Fotografen, die auch kreativ sein wollen, dann könnte das eine echt coole Sache sein. Natürlich Essen, also Verpflegung, Unterkunft und so weiter, ja Unterkunft sowieso, ist natürlich dann auch alles da dann noch mit inklusive. Also cooles Angebot, würde ich sagen. Schau doch mal vorbei. Möglichkeit Nummer 4 wäre assistieren. Und zwar assistieren bei anderen Fotografen. Gerade wenn du noch jung bist und vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung in der Fotografie hast, aber diese Erfahrung sammeln möchtest, dann schau doch mal, dass du
bei größeren Fotografen, bei erfolgreichen Fotografen einfach mal anfragst, ob die dich nicht mal mitnehmen können auf einen Job zum Assistieren. Es gibt ganz oft Jobs für Fotografen, wo man das als Fotograf gar nicht komplett alleine machen kann. Da braucht man manchmal einen zweiten Fotografen, da braucht man manchmal eine Assistenz. Und Leute, glaubt mir, ich habe das früher auch ganz viel gemacht, schreibt Fotografen an, die ein bisschen größer sind und bietet denen einfach mal an, dass ihr dort assistiert, dass ihr vielleicht auch ein zweiter Fotograf seid, zum Beispiel auf einer Hochzeit einfach einen zweiten Blickwinkel mit drauf haben. Da ist ja dann im Endeffekt kein Risiko mit dabei, denn der Hauptfotograf macht ja sowieso die Fotos. Und wenn du dich anbietest, einfach aus einem zweiten Blickwinkel noch zu fotografieren, dann ist das ja einfach nur ein Bonus obendrauf. Selbst wenn die Bilder nicht gut sind am Ende, hast du eine Menge Erfahrung gewonnen und der Fotograf und auch das Brautpaar hat am Ende nichts verloren, weil die Bilder einfach nur on top sind und wenn sie halt nichts werden, ja dann halt nicht. Aber der Auftrag an sich wurde ja trotzdem von dem Hauptfotografen ausgeführt. Und genauso funktioniert das auch bei anderen Aufträgen. Wenn du dich für Autofotografie interessierst, dann schreib doch mal Fotografen an, die sowas machen und geh da einfach mal mit, schau dem über die Schulter, assistier ihm ein bisschen. Fotografen können immer Hilfe gebrauchen. Ich habe das teilweise damals übrigens sogar umsonst gemacht, einfach weil ich lernen wollte. Und ich werde auch in Zukunft, wenn du den Podcast mit Manuela Palmberger gesehen hast, habe ich ihr zum Beispiel angeboten, dass ich auch dort mal kostenlos mitkomme zu einem ihrer Jobs, weil ich ihr über die Schulter gucken möchte, weil ich einfach selber lernen möchte. Aber es gibt auch viele, viele Fotografen, die dir dann einen Obolus dafür bezahlen. Und da sehe ich auch eine große Chance, dass du da dir ein kleines Zubrot verdienen kannst. Möglichkeit Nummer 5, und das habe ich auch vor ein paar Jahren selber noch gemacht, veranstalte Events. Okay, das ist vielleicht in der jetzigen Situation gerade noch ein bisschen schwierig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Sommer wieder auch kleine Events machen können. Ich habe damals ein Event gemacht, das habe ich Headshots genannt, und dort habe ich halt quasi Porträts gemacht, so in dem Ausschnitt hier ungefähr. Immer mit dem gleichen Stil, immer mit dem gleichen Lichtsetup und so weiter. Das habe ich mir vorher ausgesucht, habe damit auch Werbung gemacht und habe dann gesagt, Leute, kommt vorbei, ich fotografiere euch. Das dauert 2-3 Minuten. Mehr habe ich auch pro Person dann nicht gemacht, sondern es ging immer darum, den gleichen Stil zu haben. Aber die Leute können daraus zum Beispiel ein Facebook-Profilbild oder ein Instagram-Profilbild oder auch für WhatsApp zum Beispiel diese Fotos dann am Ende verwenden. Und ich habe auch gesagt, das kostet erstmal nichts. Ihr könnt mir was bezahlen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich sage euch ganz ehrlich, das hat mir wahrscheinlich mehr Kohle eingebracht, als hätte ich jetzt gesagt, das kostet irgendwie 15 oder 20 Euro pro Person. Die Leute waren gewillt, mir dort einen Obolus dazulassen. Einfach auch schon, weil ich gesagt habe, es ist kostenlos, sucht es euch selber aus, ob ihr meine Arbeit honorieren wollt oder nicht. Und meistens führt dieser Satz sogar dazu, dass die Leute am Ende sagen, Mensch, da gebe ich dir ein bisschen mehr für. Und das war auch super effektiv, weil ich habe im Endeffekt einmal mein Studio, mein mobiles Studio aufgebaut, habe ein bisschen Werbung gemacht, die Leute sind vorbeigekommen. Jeder Person so 3 Minuten ungefähr war in dem Setup drin, hat ein cooles Foto bekommen. Ich habe das auch so fotografiert, dass man es direkt auf dem Rechner dann am großen Bildschirm sehen konnte. Die Leute konnten es nochmal überprüfen, waren sie damit zufrieden oder nicht. Und dann sind sie wieder gegangen und die nächsten sind gekommen. Das habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Stunden gemacht. Und da sind eine ganze Menge Leute vorbeigekommen und am Ende habe ich auch eine ganze Menge Geld verdient. An einem Tag mit relativ wenig Aufwand. Das ist auch noch eine Sache, die ich dir empfehlen kann, wenn du zum Beispiel gerne Menschen fotografierst. Einfach dir was überlegen, was schnell und einfach geht und sehr effektiv ist und trotzdem viele Leute begeistert. Das kann man ja durchaus auch mit einem anderen Stilmittel machen. Man muss ja nicht Headshots zum Beispiel machen, man kann ja auch andere Sachen dort veranstalten. Aber das mal als kleine Inspiration oder als kleiner Gedankengang, wie man Geld verdienen kann in der jetzigen Situation. Natürlich, das sind alles keine Möglichkeiten, wie man als Profifotograf Geld verdienen kann, sondern es geht darum, dass du dir zum Beispiel dein Kameraequipment ein bisschen finanzieren kannst und so weiter. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch viele Zuschauer hier mit dabei sind, die genau in dieser Situation sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, könnte das ja für euch ganz hilfreich sein. Wenn du noch weitere Tipps und Tricks hast, wie man vielleicht in der jetzigen Situation Geld verdienen kann, schreib es doch mal gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde mich natürlich auch mega interessieren, was ihr von den jetzigen Tipps von mir haltet. Also, ich freue mich auf eine schöne Diskussion mit euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin könnt ihr mir noch bei Instagram folgen und ihr könnt auch mal auf meinem Online-Shop vorbeischauen, falls ihr Lightroom, Photoshop oder Lumina lernen wollt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.